gibt sehr viele gute Instrumente, aber für mich sind die Schlager die besten. Und sicherlich hätte ich nicht die Karriere gemacht, die ich gemacht habe, ohne die Schlagerinstrumente. Gerade heute habe ich die neueste Modellreihe getestet und ich bin ziemlich begeistert. Also die hat mir auf Anhieb so gefallen und die ist sehr gut. Also mir gefällt sie sehr gut. Die hat genau das, was ich mir wünsche. Also ein großer Ton, geschmeidiges Ansprechen, guter Widerstand, gute Stimmung. Also mit der fühle ich mich sehr wohl. Es ist das Instrument in seiner Spielbarkeit einfach nur besser geworden. Der große Unterschied zu der alten Serie sind die Ventile, die bei Schlager jetzt selbst gemacht werden und die wesentlich besser sind als die vorher drin waren. Und mit denen bin ich sehr happy und die gehen wie die Feuerwehr. Es war eine sehr, sehr lange und sehr interessante Arbeit. Wir haben fast 4 Jahre daran gearbeitet, dass das Instrument jetzt so ist, wie es ist. Und ich bin total happy. I've been playing a Chagall trumpet, a rotary trumpet, since 2001 when I played in the Chicago Symphony. So I've had a fairly long history with the Chagalls. The brass world in the United States is very, very excited about the trumpets and the instruments that Chagall makes, both through the classic Diventil trompeta, the rotary trumpets, and also the more jazz-oriented things like the ganch horn and the trombones that they make. They're happy to invest in trying to make musicians' dreams come into reality. And this shows that the company is really about the musicians and the music.